Aber ich habe mir gedacht, es ist doch eine super Idee, sowas mal da mal reinzugucken und mal zu schauen, was da so Nettes drin ist, oder? Hallo Leute! Wir sind wieder zurück. Ich habe heute mal den Joe dabei. Yay! Hallo! Hey! Na? Wer ist denn Joe überhaupt? Wer bist du? Was machst du eigentlich hier? Das da ist mein Mann. Hallo. Der Vater meiner Kinder quasi. Ich komme aus Korea. Ich habe schon mal reingeguckt, aber noch nichts davon probiert. Ich weiß schon, dass da ein paar... Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, es ist übrigens Mexiko dieses Mal hier. Also probieren wir mexikanische Snacks. Schauen wir mal. Ich mag mexikanisch. Ich liebe scharfes Essen. Ja, es sind immer Snacks. Da ist ein Stück Seife drin. Ich habe auch gedacht schon, als ich das erste Mal aufgemacht habe, dass das ziemlich nach irgendwie so einer Rosenseife aussieht. Aber da steckt Marzipan drauf und das klingt wie Marzipan und ich hasse Marzipan. Das wird auf jeden Fall dein Lieblingsding, aber das ist tatsächlich nicht Mandel. Irgendwas mit Medusa-Haaren und Geschichten. Medusa-Haaren? Schauen wir mal, ne? So, womit fangen wir denn an? Aber da ist schon mal was für mich dabei. Pringles. Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar eine Sorte, die es bei uns auch so gibt. Ich glaube, die kennen wir schon. Chili ich glaube, Mette. Die kennen wir schon. Wir fangen trotzdem einfach mal damit an, würde ich sagen. Ja. Mit etwas nicht Süßem. Ich glaube, das gefällt dir ganz gut. Sie hat auf jeden Fall so ein mexikanisches Schnurrbart. Stimmt. Daran erkenne ich, dass es mexikanisch ist. Ah, ja. Und wir haben hier Chili, ich kann gerade nicht sprechen. Chili mit, wie heißt dieses Ding? Limette. Chili mit Limette. Dieses Ding da. Also. Das Grüne, ne? Nicht das Gelbe, sondern das Grüne, Zitrusding. So, wollen wir doch mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt. Ui. Sieht auf jeden Fall größer aus als unsere. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da so, so ein bisschen... Bin mal gespannt, ob das jetzt schärfer ist als unsere, die wir mal probiert haben, Henri. Ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber auf jeden Fall auch irgendwie so Chili mit... Das war so ein Foodtruck Edition gewesen, glaube ich. Ich glaube vielleicht sogar Foodtruck Mexiko. Das könnte natürlich sein, ne? Das würde ja passen. Na dann? Und dann? Warum hast du eigentlich das Kleinere? Aber du hast das Größere, ne? Na, alles gut. Schmeckt nicht genauso, würde ich sagen. Nee. Schmeckt mehr nach Chili als Limette. Als bei uns. Brennt ein ganz kleines bisschen im Nachhinein bei mir. Also es brennt auf jeden Fall stärker. Ja. Die sind aber lecker. Kann man machen. Weiß ich schon, was wir heute auf jeden Fall aufsnacken werden. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Was braucht mir als nächstes? Ich würde sagen, erstmal was ganz Einfaches, was... Das sieht harmlos aus. Das ist auch relativ harmlos. Das ist Apple Fritters. Well, quasi als Riegel. Das sieht wirklich sehr gesund aus. Ich weiß nicht, ob ihr Fruit Loops schon mal gegessen habt und ungefähr wisst, wie die aussehen oder wie sie inzwischen aussehen. Die gibt es ja jetzt inzwischen nur noch in... das riecht auf jeden Fall nach Fruit Loops. Gibt es ja jetzt inzwischen in diesen nicht mehr künstlichen Farben, also nur noch aus natürlichen Farbstoffen. Das sieht definitiv nicht natürlich aus. Also ich will... Habt ihr schon mal Fruit Loops gegessen? Schreibt es in den Kommentaren. Bitte schön. Na dann. Tschüss. Tschüss. Komm bei. Süß. Ja, wäre süß. Mhm. Ist nicht so natürlich. Also es riecht auf jeden Fall total lecker, aber schmecken tut es sehr, sehr künstlich. Und ich, ich kann diese künstliche Süße überhaupt nicht leiden. Kinder, delice, fresca. Hier gibt es deliziöse Kinder. Frische, deliziöse Kinder. nein, das ist ein Snack, den es bei uns so gibt, aber ohne Erdbeere, glaube ich. Bin ich nicht nette. Also schauen wir doch mal, ob das auch überhaupt eine Erdbeere ist. Damit die Zuschauer sehen können, wir sind gerade in Cancun. Klingt ein bisschen. Ist auf jeden Fall sehr feucht. Moist. Moist. Die feuchten, moisten Kinder. Schmeckt irgendwie nicht so sehr nach Erdbeeren, oder? Es schmeckt nach Erdbeerzahnpasta, was Sio benutzt. Oh, das sieht interessant aus. Das ist nicht gar nicht mal so wahnsinnig krass. Das, ja, fast.
ganz kleines Stück. Ja, Marshmallow, ne? Das sieht so brutal aus. So, ich hab da mein Auge abgerissen. Ich weiß nicht, womit die das festgemacht haben, aber... Den Kleber will ich auch. Ähnelt so mit einem Clown-Gesicht, naja. Ob man das ähneln nennen kann, weiß ich ja nicht. Aber gut. Was ist das? Das ist Lukas Muecas. Das ist auf jeden Fall irgendwas zum Dippen. Dippen? Glaube ich. Pur. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist Bonbon mit Chili-Pulver. Traue ich nicht. Oh Gott. So, was ist mal freiwillig? Oh. Was denn ist das? Es schmeckt wie süß nach salzigen Gurke mit Chili-Pulver. Oh, das schmeckt so widerlich. Ich glaube, wir müssen das so lange lecken, dass es süß wird. Mhm. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß einmal ab. Das hört sich total gesund an. Mhm. 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 Also Süßigkeiten mit, also wirklich Süßes mit Chili zu mixen, ist schon sehr interessant. Mhm. Also wenn ich das Ding kaufen würde, würde ich das erstmal abwaschen. Und dann essen. Ich muss auch sagen, das Pulver ist sehr... sehr eigen. Ist das der Pulver, der so salzig ist, oder? Der Pulver an sich schmeckt total okay, aber in Kombination ist es überhaupt nicht so empfehlen. Lukas, keine gute Arbeit. Das hier ist, glaube ich, auch nochmal total was für dich. Das sieht schon so richtig nach irgendwie so einer Marshmallow-Süßigkeit aus. Das ist mal gespritzt. Süß. Ich glaube, das sind so ein Kekschen. Das ist ja niedlich. Kekschen mit Marshmallows, wie es aussieht. Die gehen tatsächlich. Hm? Das ist nicht so süß, wie ich erwartet habe. Aber der Keks ist erdbeerig. Hm? Auf jeden Fall, ja. So ein Erdbeerkeks. Voll gar. Was haben wir denn noch Schönes? Da musste ich habe ich mich tatsächlich ein bisschen gefreut. Hashi. Würde mich jetzt bestimmt nicht überraschen, aber wahrscheinlich schmecken die einfach in Mexiko total anders. Kennt ihr das, wenn ihr eine Packung kauft und da ist nichts drin? Ungefähr so viel. So als Vergleich. Google. Fast nichts drin. Ich nehme an, das ist eine Probiergröße. Dann. Tschüss. Tschüss. Schmeckt wie die Schokolade als Google. Oh, weiße Schokolade. Dann jetzt machen wir erstmal noch so diese so eine Bars nochmal so ganz. Wir haben die für dich beste Sorte abgegriffen, sehe ich gerade. Kokos? Marshmallow. Oh. Traumhaft. Es gab, ich glaube, irgendwie M&M's, Schoko, Marshmallow und noch irgendwas. Also wenn das andere schon süß roch, ne? So, das nächste. Das schmeckt nach purem Zucker. Es schmeckt okay. Es schmeckt okay. Aber ich glaube, es wäre kein Snack, was ich unbedingt bezahlen würde zum Essen. Wir haben hier noch das Pelon Pelo Rico. Ja. Sieht wie eine Spritze aus. Ja, ne? Aber ich glaube, es funktioniert auch irgendwie so. Okay, wie zum Teufel muss man das essen? Ich glaube, man muss es tatsächlich rausdrücken. Ich vergesse immer den Namen für diese Phobie, aber Leute, die keine Löcher sehen können und so weiter. Das riech mal. Riecht auch ein bisschen nach Chili, oder? Mhm. Es riecht auf jeden Fall nicht so süß, wie ich erwartet habe. Ich nehme das mal mit. Oh Gott. Oh. Mhm. Oh, ist süß. Mhm. Ich kann mich nicht entscheiden, ob... welche Geschmacksrichtung das ist. Es wechselt so zwischen süß, salzig, sauer, süß, salzig, sauer. Mir schmeckt's tatsächlich, also. Es ist interessant. Paste, ja. Ne, schmeckt nach Soße süß, sauer, nur ein bisschen
Man spürt so ein bisschen die Zuckerkristallen da. Also aber für eine Chili-Süßigkeit finde ich das total in Ordnung. Mhm. So, wir haben jetzt noch drei Sachen. Mhm. Die Seife, Bondage-Seife und Guacamole. Takis Guacamole. Das ist auch sowas mit Tamarind, was ich da aus dem Chili... Oh nein, wieder Lukas. Oh nein. Mit Lukas Busano. Nicht doch Lukas. Guacamole. Guacamole. Aber was passiert? So sehen wir waren für dich. Tschüss. Lecker. Ich schmecke besser als ich erwartet habe. Oh wow. Es hat auch so einen Nussgeschmack. Schmeckt wie Tortillas, schon mit Guacamole drauf und gebacken. Mit Hauch Erdnuss dazu. So, Seife? Mhm. Original seit 1950. Oh. Es geht übrigens sehr leicht zu brechen. Das ist, ich habe es ein bisschen feuchter erwartet. Das schmeckt sehr interessant. Erdnussbutter. Ganz am Schluss. Auf einige Konsistenz. Es ist, wenn man es isst, ist es super cremig. Ja, ja. Es wird so eine Paste. Es ist nicht so marzipanig, so dieses klebrige, feste, sondern eher so, es zerschmilzt. Und mit Stückchen. Und teilweise sogar richtig große Stückchen. Mhm. So eine Salsa geht dies. Soll ich einen kleinen Teller holen für die Soße? Und das ist in so einer Dings drin, ich glaube, das kann man. Wollen wir erstmal ohne Soße probieren, ein Stück? Ich tippe mal auf sowas Erdbeerens. Schmeckt ein bisschen nach Schampen. Oder so Seife, wenn man das so. Ja. Was irgendwas Süßes ist und das an den Fingern hat, so ein bisschen Shampoo. Ja, ich hab Angst. Warum hast du das da nochmal? Sondern? Neu in deine Ecke. Ich dachte eher so in der Ecke und wir tippen. Falls es nämlich so gar nicht geht, wäre es ja schade. Aber er ist Gönnung. Okay, die Soße ist so ein bisschen braun. Okay, ich probiere mal nur die Soße. Bin ich schon mal. Uff. Ist das eine gute Idee, das zu dippen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich habe ein bisschen... Da ist wieder diese Gurke. Lukas, keine gute Idee. Keine Gurken. Was ist das? Es schmeckt genauso wie das da. Nur in flüssig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das... Das schlägt aber sofort auf den Magen. Als Soße ist es noch schlimmer. Du hast ein Favorite, oder? Ich würde jetzt mal auf die hier tippen. Auf die Guacamole. Das und... Ah ja, das. Stimmt. Die beiden haben mir richtig gut geschmeckt. Alles außer, außer Lukas. Also ich muss sagen, es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Also es gibt so ein paar Sachen, die sind einfach... Speziell und anders. Aber dann gibt es ein paar Sachen, da sage ich einfach nein, Lukas. Lukas. Nein. Dann hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Mal gucken, ob mit Ju oder ohne Ju oder was da auf euch zukommt. Ich habe noch keine Ahnung. Mit ohne Ju. Mit ohne Ju. Mit ohne Schaf. Aber auf jeden Fall mit mir. Auf jeden Fall ohne Lukas. Ohne Lukas. Lukas ist nicht dabei. Ciao. Tschüss.